Oh je, diese Bilder werden in den USA wahrscheinlich für einigen Aufruhr sorgen. Erinnert die Kameraeinstellung doch frappierend an Amateuraufnahmen vom Anschlag auf das World Trade Center. Call of Duty Modern Warfare 3 setzt die Geschichte der beiden Vorgänger fort. Konsequenterweise holen die Russen nun zum großen Schlag gegen die freie Welt aus. New York, London und sogar Teile Deutschlands sind Kriegsgebiete. Hier begleiten wir einen der austauschbaren Charaktere der Serie durch das verwüstete New York City. Das Missionsziel lautet, die Börse in der Wall Street zu erreichen. Das ist aber gar nicht mal so einfach, denn schwer bewaffnete russische Truppen hindern die amerikanischen Streitkräfte am Vorankommen. Gegner der Call of Duty und speziell der Modern Warfare-Reihe werden angesichts geskripteter Ereignisse, schlauchiger Levels und nachwachsender Gegnerscharen bereits jetzt einen großen Gähnanfall bekommen haben. Doch wer sich bisher für die Reihe begeistern konnte, wird sicher auch mit Modern Warfare 3 auf seine Kosten kommen. Der große Reiz der Solo-Kampagne aller bisheriger Teile der Serie liegt im großen Spektakel, das die Entwickler abfeuern. Explosionen, einstürzende Gebäude, Chaos. Immer wieder neue Überraschungen fesseln den geneigten Shooter-Zocker vor den Bildschirm. Wir sind sehr gespannt, ob Infinity Ward das im E3-Demo-Level gezeigte Tempo aber auch komplett bis zum Ende durchhalten kann. Wer Angst hat, dass das Dauerfeuer irgendwann ermüdet, darf beruhigt sein. Denn es gibt reichlich Alternativen zum Krieg zu Fuß. Während der Microsoft-Pressekonferenz zeigte man beispielsweise einen Unterwassereinsatz, bei dem man als Taucher Minen an feindlichen U-Booten anbringen muss und anschließend einen atemberaubenden Blick auf das umkämpfte New York sowie die umliegenden Gewässer mit ihren brennenden Schiffen und gar einem havarierten Flugzeugträger erhascht. Wer den Anfang von Medal of Honor Rising Sun gespielt hat, weiß, wie sich die darauf folgende Hochgeschwindigkeitsbootsfahrt zwischen den Stahlkörpern der Kriegsschiffe anfühlt. Doch kommen wir zurück zum New York Demo-Level. Obwohl Call of Duty Modern Warfare 3 keine neue Engine benutzt, sieht das Spiel fantastisch aus. Es ist erstaunlich, was die Entwickler aus dem angestaubten Technikgerüst noch herauskitzeln können. Raucheffekte, Funken und herumfliegende brennende Papierfetzen simulieren das durch den Angriff verursachte Chaos ganz gut. Auch technische Spielereien wie Predator-Drohnen wird man als Spieler nutzen können. Inklusive der CNN-mäßigen Schwarz-Weiß-Perspektive abgefeuerter Raketen. Doch nicht nur Einzelspieler kommen auf ihre Kosten, denn wie es sich für ein richtiges Modern Warfare-Spiel gehört, liefert Activision auch einen Multiplayer-Teil mit. Die Mehrspieler-Grundausstattung ist für alle Spieler kostenlos. Doch wer etwas Besonderes sein möchte, nimmt den kostenpflichtigen Elite-Modus in Anspruch. Für eine monatliche Gebühr dürft ihr euch hier cheaterfrei auf den Schlachtfeldern austoben und kommt in den Genuss besonderer Services wie etwa Videoclips und anderem Schnickschnack. Aber ob nun Single oder Multiplayer, wir sind uns sicher, dass mit Call of Duty Modern Warfare 3 ein echter Actionkracher auf uns zukommt, der es sogar mit den aufwendig inszenierten Kinomaterialschlachten eines Michael Bay aufnehmen kann. Stand by for new mission directive. Over.